Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, und heute haben wir das Aquatic-Update bekommen. Lange haben wir es ja schon erwartet. Heute ist es reingekommen in Minecraft. Naja, nicht so richtig. Irgendwie kam es ja schon gestern. Aber ich habe es erst am Abend gemerkt, weil irgendwie am Vormittag habe ich noch gar nichts bekommen. Erst am Abend nochmal, als ich es gestartet habe, habe ich ein Update bekommen. Ja, und von daher kommt das Ganze heute. Heute ist auch noch eine Baufolge hochgekommen. Das siehst du dahinter, habe ich auch vorhin gerade eben gemacht. Also ein Double-Upload heute. Aber heute gucken wir uns erstmal an, was wir alles reinbekommen haben. Und ja, wir fangen hier vorne einfach mal an. Und zwar, ich habe hier einfach mal die Türen und dazu jetzt die passenden Falltüren hier aufgestellt. Richtig. Und zwar, wir kennen ja immer noch hier diese alten, die Eisenfalltüren und die normalen Holzfalltüren. Jetzt haben wir zu jeder passenden Tür auch die passende Holztür. Dabei können wir uns jetzt natürlich jetzt, wenn wir irgendwas einrichten wollen, ein bisschen mehr kreativ entfalten, ne? Besonders ich finde das super, weil darauf habe ich schon lange gewartet, auch zum Einrichten oder sonstige Sachen. Jetzt kann man damit richtig loslegen, auch zum Bauen von draußen und so. Ha, herrlich, dass die endlich gekommen sind. Darauf habe ich lange gewartet. Ja, dann kommen wir jetzt zu den alten Beta-Sachen. Das ist jetzt natürlich auch vorbei. Also jetzt könnt ihr alle miteinander wieder spielen, wenn euch das Update runtergeladen hat, denn es gibt jetzt keine Beta mehr. Richtig. So, jetzt könnt ihr alle wieder miteinander spielen. Das finde ich auch toll, weil das ist auch für mich privat hier optimal, jetzt mit allen Leuten wieder zu spielen. So. Aber zu den alten Beta-Sachen hatten wir ja, sage ich mal, diese Treppen und Stufen bekommen, wo wir ja auch die Blöcke schon hatten, ne? Das kennen wir ja auch, das hier kennen wir schon, wo man die Baumstämme schälen kann. Das ist jetzt auch offiziell, das gibt es jetzt nicht mehr in der Beta, das könnt ihr einfach so machen. Das Schälen geht immer noch mit einer Axt. So, dann kommen wir mal zu ein paar neuen Items, die es gibt. Naja, nicht so richtig neu, ein bisschen geändert haben sie es. Und zwar, sag ich mal, hier unten seht ihr erstmal die Fische. Dazu haben sie die Textur ein bisschen geändert und hier oben siehst du die gebratene Version davon. Ne, hier unten ist die rohe, die du mit der Angel fängst und hier ist das Ganze gebraten. Dann haben wir hier Seetang, kann ich mal kurz rausholen, ein getrockneter Seetang haben wir hier. Den erhältst du, wenn du ihn in den Ofen reinpackst, ne? Also Seetang, den du dann vom Meeresboden holst. Und dann gibt es hier, das ist jetzt kein Fisch, das ist das Herz des Meeres. Ich weiß nicht genau, wie man das bekommt oder so, habe ich mich noch nicht informiert. Wie gesagt, ist ja alles neu hier, auch für mich. Wenn es einer weiß, wie man das Herz des Meeres bekommt oder wofür das Ganze gut ist oder ob es einfach nur so ein Objekt zum Sammeln, ne, eine Trophäe, dann könnt ihr das ja mal reinschreiben. Ja, dann gibt es noch den Dreizack, den kennen wir ja auch noch aus. Der Beta, der ist jetzt nicht mehr verbuggt, den können wir jetzt hier in der Hand gut sehen, ne? Sieht man ja, auch werfen können wir ihn, man sieht alles schön animiert hier. Und ja, toll, dass das jetzt funktioniert, da kann man sich bestimmt auch einiges einfallen lassen. So, kommen wir mal weiter. Erstmal hier Dreizack wegmachen. Hier, zur nächsten Kiste. Hier sind nochmal die Items drin. Also zum einen nur das Herz des Meeres, das andere brauche ich mir ja nicht reinmachen, das kennen wir ja. Dann habe ich reingemacht, das ist, man kann jetzt, also es gibt Eimer, wo Fische drin sind, die kann man aus dem Creative sich rausholen. Wenn man die Eimer platziert, dann kommen die Fische auch raus, aber das zeige ich dir gleich im Nachhinein. Da gucken wir uns nochmal alle Tiere an und dann können wir das auch gleich ausprobieren. Dazu kamen jetzt auch noch neue Zauberbücher. Zum einen gibt es hier Sog, denn Entladung, denn Harpune und Treue. Wofür das Ganze da ist und so, habe ich mich, wie gesagt, auch noch nicht informiert. Aber vielleicht kommt das noch. Aber so ein zauberer Künstler bin ich ja nicht. Achso, hier wollte ich noch kurz was zeigen. Und zwar, ich habe mir extra hier einen Kessel daneben gestellt, weil ich dachte mir, es wäre doch irgendwie cool, wenn man so einen Fisch in so einen Kessel reinpacken könnte. Geht leider nicht. Vielleicht tüftet Minecraft noch dran, dass man sowas machen könnte, denn so ein Fisch in den Kessel rein, ne, dann kannst du Fischsuppe kochen oder sowas, das wäre ja was, ne? So, packe ich hier mal ordentlich hier wieder rein, zack. Ja, dann kommen wir hier zum nächsten Punkt, was dazugekommen sind, und zwar unter Wasserpflanzen. Und weil ich halt immer ein bisschen ausprobiere, außerdem ist mir gerade was aufgefallen, so, ich mache das hier rein. es gibt jetzt ganz viele neue Sachen, Korallen, Seetang, Seegras und Seegurken gibt es hier. Zu den Seegurken gleich gesagt, das sind Leuchtquellen, also wenn ihr die unter Wasser platziert, dann leuchtet das Ganze. Seegras und Seetang kann man so ein bisschen höher stapeln im Wasser. Ist auch alles nur um Wasser möglich hinzusetzen. Hier haben wir ein paar Korallen. Ich habe auch gleich ausprobiert, ob man die auf allen hinsetzen kann. Siehst ja Erde, Schleim, Stein und sogar auf Heu kann man Korallen platzieren. Wenn man sie an Land platziert, dann sind sie halt so trocken, also vertrocknen halt. Hier gucken wir nochmal in die Kiste rein. Hier habe ich die Korallen auch nochmal aufgelistet. Es gibt verschiedene Arten, kann man sich alle unter Wasser halt hinsetzen.
Dann haben wir hier Seetang, ne, und Seegras. Dann hole ich mir mal ein paar Blöcke raus, hier so ein bisschen. Zack, 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 zack. So, passt auch alles. Oh, hier habe ich noch die Korallen. Ja, also wie gesagt, die ja, vertrocknen halt am Land. Davon gibt es auch extra so eine trockene Version. Ja, dann gibt es noch den getrockneten Seetangblock. Wie man ihn genau craftet, so habe ich mich noch nicht befasst. Aber ich vermute mal ganz stark, wenn man Seetang halt erntet. Und dann kann man in der Werkbank bestimmt den herstellen. So, dann gibt es Korallenblöcke. Diese Korallenblöcke sind aber leider nicht an Land setzbar. Oder bleiben halt so. Du siehst schon, sobald sie am Land sind, werden sie grau und sterben an sich. Man muss sie wirklich im Wasser komplett setzen, wenn man diese Farbe erhalten möchte. Na, also komplett im Wasser, wenn du halt diese bunten Farben gerne haben willst. Ansonsten werden sie halt grau. Ja, dann kommen wir hier noch zu den Seegurken. Seegurken sehen im Wasser halt so in etwa aus. Und wenn man sie an Land platziert, halt etwa so. Das Ganze kannst du bis zu viermal stapeln. Kleine Info. Korallen und Seegurken am Land können etwas despawnen. Ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen. Auch hier, ich habe ja gerade eben die hingesetzt. Ich hatte vorhin welche hingesetzt, aber die spawnen irgendwie an Land. Ob das ein Bug ist oder so, weiß ich nicht. Aber sie können halt irgendwie wegdroppen an Land. Okay. So, dann habe ich einen Wassereimer. Wofür war der denn? Da, guck, weggedroppt. Achso, Wassereimer, jetzt weiß ich wieder, warum ich mir den eingemacht habe. So, kommen wir zum nächsten Ding. Und zwar haben wir neues Eis bekommen. Welches dieser drei Eissorten ist neu? Errätst du's? Genau. Wir haben jetzt hier an sich blaues Eis bekommen. Das gibt's in den Eisregionen. Ich glaube, das soll so ein bisschen halt dieses Packeis ersetzen im Wasser. Also blaues Eis haben wir jetzt dazu bekommen. Ich finde auch, das ist viel kräftiger von der Farbe her, von der Struktur, als jetzt hier das Packeis. Und ja, da kann man bestimmt auch einiges mit Neues anstellen, ne? Und da hinten natürlich unser normales, durchsichtiges Eis. So, jetzt komme ich zum Wassereimer, den ich mir reingepackt hatte. Und zwar, das ist ein neues, geiles Feature in Minecraft. Und zwar, Wasser passt sich jetzt an. Ihr könnt jetzt richtige Badewannen, ich nehme jetzt auch hier einfach so eine Badewanne als Beispiel, könnt ihr einfach in diese Nischen von den Blöcken, ihr seht, die haben ja alle so eine Hitbox, das Wasser reinpacken. Und so könnt ihr euch jetzt Badewannen, alles mögliche, Waschbecken oder sonstige Sachen damit jetzt einfach craften. Ich finde, das ist eigentlich das, worauf wir alle gewartet haben. Ich habe auch schon manchmal das angesprochen, dass es halt geht. Ich sag mal, wir haben ja hinten auch hier eine Villa, da fliege ich auch kurz einmal hin. Also es passt sich jetzt auch an. Ich habe ja hier bei diesem Pool auch mit Stufen gearbeitet unter Wasser. Ist auch ein neues Feature drin. Das siehst du ja hier. Wenn man unter Wasser ist, dann wird das Ganze auch etwas heller. Das ist auch jetzt hinzugekommen. Je länger man unter Wasser ist, desto weiter kann man gucken. Und jetzt kann man hier hingehen zu seinen alten Sachen und bei den Stufen einfach mit einem Wassereimer das Ganze hier reinsetzen, so dass denn hier alles miteinander sich anschmiegt. Man muss das Ganze auch im Nachhinein jetzt, was du schon gebaut hast, erst noch machen, weil so an sich wird das nicht gemacht, weil falls du ja mit Treppen irgendwas mal auf deinen Welten Wasser verhindern wolltest, dass es halt da nicht hingeht, dann ist das auch nicht. Da musst du echt jetzt hingehen mit einem Eimer Wasser und dann alles hier ausfüllen, wenn du das Ganze halt glatt haben willst. Da muss ich auch jetzt noch bei einigen Sachen hier auf der Welt das machen, damit das halt hier alles angeschmiegt ist, ne? So, okay, dann gehen wir wieder zurück und gucken mal, was wir denn noch so alles haben. Ja, weiter geht's dann hier bei diesem kleinen Becken, was ich hier vorbereitet habe. Das soll ich dir ja nochmal kurz zeigen, dass sich wirklich alles anschmiegt, ne? Hier haben wir Eisengitter, Holzpfeiler, Glasscheiben, sogar Türen und sowas kannst du alles im Wasser platzieren. Das umgibt das halt, da kannst du öffnen, zumachen, hier Falltür auch nochmal. Und dann gibt's natürlich auch noch die Mauer, die sich anpasst. Leitern halt auch, ne? Also das verbindet sich jetzt alles halt mit dem Wasser. Mir ist aufgefallen und mir haben Leute schon gesagt, dass Glasscheiben halten kein Wasser zurück. Damit kannst du also keine, Aquarium oder sowas halt bauen. Glasscheiben halten Wasser nicht zurück. Ob das ein Bug ist oder ob sie das noch patchen, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, Wasser geht komplett einmal durch die Glasscheibe durch. Wenn ihr irgendwie Aquarium oder sowas bauen wollt, müsst ihr derzeit erstmal noch Blöcke verwenden. Ob sie es ändern, wir müssen erstmal abwarten. So, jetzt habe ich das Becken einmal sauber gemacht. Jetzt gucken wir uns natürlich auch gleich mal noch die Tiere an. Aber vorab, wir haben nicht alle Tiere drin. Ich hole mal hier schon mal raus aus dem Eimer, dabei erzähle ich ein bisschen. Also wir haben nicht alle Tiere bekommen, die man schon so kennt aus einem Aquatic-Update, da sie dieses Update ein bisschen splitten. Das ganze Update gibt es ja in drei Parts. Wir haben jetzt erstmal den ersten Part. Da gibt es so Delfine und sowas ein bisschen. Im zweiten Part kommen dann die Schildkröten dazu. Und im dritten Part weiß ich nicht noch so ganz genau, aber da kommt dann der ganze Rest, der dann noch fehlen sollte.
Ein Feature, was mir fehlt, was aber in Part 2 des Updates kommt, wird sein, dass Magma-Blöcke unter Wasser, wenn du die wirklich unter Wasser platzierst, ist jetzt in dieser Version nicht, blubbern sie. Das heißt denn, du machst ihn unter Wasser, dann kommen da so Blubberbläschen hoch und so. Das ist eigentlich relativ cool. Damit kann man dann auch später Whirlpools und was nicht alles bauen. Ist derzeit noch nicht drin. Ich erzähle euch hier wieder Sachen, die es noch gar nicht gibt, aber naja, die kommen noch. So, kommen wir jetzt einmal zu den Tieren. Zum einen zu den Delfinen, darauf haben ja auch schon viele gewartet. Die sind jetzt drin. Die tümpeln jetzt hier umher, springen rum und so. Ich werde ihn auch später noch in der Freiheit wieder entlassen. Ist natürlich klar, ich lasse ihn jetzt hier nicht in diesen kleinen Becken. Der kommt später bei uns in den Ozean rein, ne? Wir haben ja einen, für alle, die es nicht kennen, da hinten ist er. Gucken wir hier einmal kurz rüber, da ist der Ozean. Da werde ich noch ein paar Delfine halt freilassen. Hier, ja, du willst da hin, ich weiß, da kommst du auch gleich hin. So, danach gibt es noch Lachse. Die gibt es jetzt auch in Minecraft. Die tümpeln jetzt hier rum, so ein paar Lachse. Ich mache mal zwei hin. Wo ist er denn? Da ist er noch ein größerer, gibt es hier auch. Ne, also die sind auch eigentlich relativ groß, die können ja schon mithalten mit einem Delfin. Der kann sich doch eher nur an dem Kleinen vergreifen. Na, müsst du den wohl in Ruhe lassen? So, danach gibt es noch Kugelfische. Kugelfische hüpfen? Wo sind sie hin? Sehe ich nicht. Mach ich nochmal einen rein. Ah, da ist er. Ah, guck. Kugelfische blähen sich auch auf bei Gefahr. Und wenn man sich zu dicht an ihnen befindet, dann kriegt man auch einen Giftschaden. Ach, das sieht ja lollig aus, hier wieder hüpft. Und dann wird er wieder klein. Ja, Kugelfische. Und wieder groß. Fast wie so ein Ballon, ne? Ja, so, danach gibt es dann noch ein Kabeljau. Kabeljau sind ganz normale Fische, die man halt so früher kennt, ne? Die sind jetzt bräunlich gemacht worden. Dann gibt es noch Tropenfische. Tropenfische sind, einfach Tropenfische, halt bunte Fische, so random Fische, wie man so kennt von, ich sag einfach mal Papageien oder, von Hasen, ne? Die man einfach spawnt, immer unterschiedliche Farben haben, die, oder, also hier bei den Fischen sind sie auch komplett immer optisch anders. Gibt es in verschiedenen Varianten halt. So, danach gibt es dennoch die Möglichkeit, kleine Fische, jetzt keine Delfine, sondern Kugelfische, Lachse und Kabeljau und Tropenfische mit dem Eimer wieder einzufangen. Wenn man ihn erwischt. Ha, jetzt haben wir. Ja, wenn ihr mit dem Eimer hingeht, könnt ihr sie einfach fangen in den Eimer rein. Ihr könnt sie dann natürlich auch wieder freilassen können wir sie auch. Ach nee, warte, wir sind ja im Creative, dabei können wir ja unendlich von platzieren. Genau. Ja, jetzt könnt ihr euch hier austoben. Hier habt ihr richtig viele Fische, auch Delfine halt und ja, kann man sich richtig mit austoben. Ja, das sind eigentlich alle neuen Features, die wir jetzt erstmal dazu bekommen haben. Ein paar Bugs werden bestimmt auch noch drin sein, wie gesagt, mit den Glasscheiben und so, dass die das Wasser nicht so rückhalten. Da müssen wir erstmal gucken, ob das halt gewollt ist oder nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, was laber ich hier noch? Starte Minecraft, guck es dir an. Besonders unter Wasser sieht das Ganze halt echt cool aus. Ich fliege nochmal kurz zum Pool. Wir müssen nochmal kurz zum Pool. Bei unserem Meer kann ich leider nicht gucken, weil da habe ich das nur auf eine Block Wassertiefe. Da muss ich das, glaube ich, noch ein bisschen tiefer machen. Aber jetzt zum Beispiel hier. Wir gehen jetzt einfach unter Wasser. Und mit kurzer Zeit, wenn man sich hier aufhält, dann siehst du schon, das Ganze wird etwas klarer, etwas heller. Und dann kann man hier unter Wasser jetzt auch cool gucken. Außerdem können wir jetzt auf unseren Servern schwimmen. Also eure Pools kann man jetzt benutzen. Vielleicht komme ich auch mal vorbei und dann dümpeln wir ein bisschen im Pool rum. Und ja, jetzt könnt ihr hier rumschwimmen. Ah, jetzt kann man sich endlich mal richtig erholen hier in Minecraft. Ah, ist doch herrlich. Endlich das Update da. So, ich würde sagen, da war es das Ganze hier für dieses kleine Update-Info-Video. Starte Minecraft, schau es dir an, erlebe die Welt hier in Minecraft noch neu hier durch das Update. Spiel rum mit dem Wasser, du kannst das Wasser jetzt komplett überall anpassen, damit kann man coole Sachen machen. Ich muss hier auch mal gucken, vielleicht machen wir auch schon gleich bei diesem Geschäftszentrum, was wir ja noch bauen, das kombinieren wir gleich hier mit so ein paar Dinger. Mal gucken, überlege ich mir mal. Ja, ansonsten klickt noch darauf. Ich werde dir jetzt mal verlinken noch das Geschäftszentrum, falls du die Folgen noch nicht gesehen hast. Einfach in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das Ganze hier. Ich stelle mich hier vorhin. Ich werde mich auch noch ein bisschen mehr damit befassen. Wenn Fragen sind oder sonstige Sachen, schreib sie unten rein. Und dann gucken wir mal, was wir noch so dazu machen. So, dann stelle ich mich safety hin. Und wenn ich safety stehe, ihr wisst ja, sage ich nur eins. Und zwar ganz einfach, haut's rein. Und tschüss.